Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es einmal um den 5er GT. Und zwar einmal Luftbalken wechseln. Das ist der von der rechten Seite. Da haben wir hier ein Video zu gemacht, wo wir erst nach der Ursache gesucht haben. Einmal das Ventil gewechselt haben, beziehungsweise Magnetventil gewechselt haben, weil es undicht war, wo das Gewinde kaputt war. Dieses Ventil war für die Verteilung links und rechts. Und ja, anderes Thema. Hier kommt einmal ein ISO und Info, da könnt ihr auf den Link gehen und euch das Video angucken. Hier geht es aber einfach nur einmal darum, wie wechselt man den Luftbalken. Und ich würde mal sagen, los geht's. So, und zwar hier sieht man kleine Risse. So, und der hat das immer nur in einer bestimmten Position, also so weit er drin ist, da ist schon nichts mehr. Ja, und das ist immer ziemlich schwierig im eingebauten Zustand, wenn der Luftdruck drauf ist. Das Fahrzeug muss genau in dieser Position sein, wo er dann Luft verliert. Und deswegen wechseln wir den. Beim 5er GT, der hat keinen Wagenhebermodus. Deswegen können wir den ganz normal einfach hochheben und fertig. Und dann können wir das Ganze einmal wechseln. So, als erstes gehe ich hier an das Magnetventil und schraube hier die rote Leitung ab. Die ist für links. Wenn ihr beide Luftbalken wechseln wollt, dann müsst ihr blau und rot abschrauben. Um die Luft rauszulassen von den Luftbalken, weil wir den hochdrücken werden müssen. Jetzt können wir den hier unten ausklammern und nach oben drücken. So. Dann haben wir das schon mal raus. Ja, und hier müssen wir den einfach einmal so drehen. So. Sieht man dann einmal in der Karosse, wie das da aussieht. Ja, da sind einmal diese Stifte drin. Zeige ich gleich auf dem Luftbalken. Obwohl, da sieht man das. Da. Ja, und diese sitzen dann da oben drin. Dann wird das einfach nur einmal so gedreht und dann kann man den auch rausholen. So sieht das Ganze dann einmal neu aus. Ne, hier sieht man, wie man das einfach rausholt. Und hier, wie man das einfach so reindreht. Und dann ist es auch fest. So, hier müssen wir das Gummi einmal ein bisschen verdrehen, weil die Leitung hier reingeht. So, dadurch das Loch. Ja, dann kommt es da raus, neue Schraube bzw. Überwurfmutter ist auch mit dabei. Und wichtig ist es, das müssen wir rausschrauben.
Da ist nämlich ein wichtiges Teil, was bei uns auf der anderen Leitung kaputt gehen wird. Das ist wichtig, dass ihr das habt. Und zwar dieses Teil hier. Ja, das kommt auf die Leitung drauf. Auf die Luftleitung zum Anschluss. So. Das erkläre ich aber gleich. So, wir holen den alten Luftbalg noch raus. So, wir schrauben hier die alte Leitung einmal ab. Sie haben das? Jetzt da ist die alte drauf. Man kann probieren, die rauszuholen, heile, wird aber nicht funktionieren, meistens. Ja, probieren wir, beziehungsweise, ja doch, heile abbekommen, meistens bricht sie dann hier. Die jetzt hier ein bisschen auseinander gebogen. So, die machen wir aber neu. Dann können wir das Ganze hier einmal rausholen. So, und hier rausholen. Dann haben wir den auch, den alten Kollegen. Ja, hier sieht man natürlich auch die Risse. Und das ist da, wo er halt sich immer hin und her bewegt. Und da ist wieder nichts. Deswegen muss man diese Position erwischen, wo er richtig geknickt ist und Luft verliert. Wenn man da nach der Ursache suchen will. Oder man sieht halt, dass er rissig ist und macht den neu. So. Jetzt kommen wir einmal zu der neuen. Zu dem neuen Luftbalken. Hier durch. So, dann machen wir hier wieder den Anschluss drauf. So. Und hier muss ein bestimmter Abstand sein. Deswegen vorher merken, wie viel da war. So. Es muss hier so rum sein, dass diese, ja, dieser Konus zu der Seite ist, damit er den hier auch abdichten kann, beziehungsweise zudrücken kann, zuquetschen kann. Deswegen so. Deswegen ist auch die weiße Markierung. Und jetzt können wir den einmal draufschieben. So. Wenn er den dann zuschraubt, dann drückt er den fest. So. Ja, wenn wir die Leitung dann beziehungsweise das Ventil umgeschraubt haben. Das ist natürlich wieder drauf. So, und schrauben das Ganze hier einmal fest. So, nicht zu stark das Ganze festziehen, sonst geht das hier kaputt und dann ist es undicht. Und dann können wir das Ganze hier wieder draufstecken. So. Die Stelle, wo das Ganze anliegt, puste ich aus. Und dann können wir das hier einmal runternehmen. Dann hält das auch.
die Leitung jetzt wieder ans Ventil festschrauben. Hat sich jetzt auf jeden Fall aufgepumpt. Gucken jetzt auch, dass er dicht bleibt. Und ja, man kann jetzt noch Fehler natürlich einmal auslesen, löschen, dass die Fehler einmal weg sind. Und man kann noch eine Grundeinstellung machen, also die Lernwerte anlernen, das Fahrzeugniveau. Das ist, was es noch dazu zu sagen gibt, beziehungsweise wir lernen das noch an, löschen noch die Fehler. Und ja, ich würde mal sagen, schreibt mal eure Erfahrung dazu. Beim E60 geht auch ziemlich oft Luftbalken kaputt und schreibt mal, ob bei euch sowas schon mal war. Und ja, Verbesserungsvorschläge, was man besser machen kann, also videomäßig und auch technikmäßig. Und ich würde mal sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, bis zum nächsten Mal. Tschüss.